Die建国Militärsiedlung war die größte ihrer Art in Taiwan. Als die Kuomintang-Truppen 1949 nach der Niederlage im Kampf gegen die chinesischen Kommunisten nach Taiwan kamen, wurden die mitgekommenen Soldaten und andere Mitglieder der Truppen zuerst in vielen Militärsiedlungen in der Weite untergebracht. Frau Lu Yunxiang war in der Jianguo-Militärsiedlung aufgewachsen. Sie weist auf die Einschusslöcher am Wasserturm der Siedlung hin. Nach ihr sind die Einschusslöcher von US-amerikanischen Kampfflugzeugen. Das Gelände der Jianguo-Militärsiedlung war während der japanischen Kolonialzeit ein Flugplatz der japanischen Luftwaffe. Aus dem Flugplatz wurden später die Jianguo-Militärsiedlung. Nun soll die alte Militärsiedlung nach dem Plan von Lu Yunxiang zu einem Kulturpark entwickelt werden.